Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute programmieren wir eine Jukebox mit Hilfe des Calliope Mini. Und zwar mit der Hilfe von Wenn-Dann-Bedingungen. Was das ist und wie das funktioniert, seht ihr jetzt im Video. Mit der Jukebox sollen über die Tasten des Calliope Mini mehrere Lieder ausgewählt und wiedergegeben werden können. Dafür benötigen wir die Blöcke aus den Kategorien Grundlagen, Eingabe, Variablen, Musik und Logik. Bisher hatten wir unseren Calliope immer so programmiert, dass er etwas Bestimmtes machen soll, wenn zum Beispiel eine Taste gedrückt wird. Zum Beispiel, wenn Knopf A gedrückt wird, soll die Melodie abgespielt werden. Der Calliope hat zwei Tasten. Das heißt, nach dieser Methode kann der Calliope entweder etwas machen, wenn keine Taste gedrückt wird, wie zum Beispiel, wenn ich nichts drücke, blinkt der Smiley. Wenn ich Knopf A drücke, wird die erste Melodie abgespielt. Wenn ich Knopf B drücke, wird die zweite Melodie abgespielt. Oder ich drücke Knopf A und B gleichzeitig, dann könnte sogar noch eine dritte Melodie laufen. Jetzt habe ich aber nur drei Lieder, die ich abspielen könnte. In einer Jukebox möchte ich aber viel mehr Lieder speichern und auch abspielen können. Damit der Calliope unterscheiden kann, wann er welches Lied abspielen soll, braucht er eine Wenn-Dann-Bedingung. Diese finden wir im Bereich Logik. Die Wenn-Dann-Bedingung liest man wie folgt. Wenn die Bedingung wahr ist, dann mache, was hier unten drunter steht. Um das etwas klarer zu machen, erweitere ich einfach mal meine Wenn-Dann-Bedingung mit einer einfachen logischen Abfrage. Wenn ich jetzt meine Wenn-Dann-Bedingung lese, steht dort, wenn 0 gleich 0 ist, spiele mein Lied. Damit das jetzt noch richtig Sinn ergibt, denn 0 ist ja immer gleich 0, erstelle ich mir noch einen Platzhalter Titelnummer. Den kann ich hier auch reinziehen. Jetzt kann ich sagen, wenn meine Titelnummer gleich meiner definierten Nummer ist, spiele dieses Lied. Um noch mehr Lieder zu haben, erweitere ich jetzt einfach meine Wenn-Dann-Bedingung. Jetzt noch überall eine unterschiedliche Bedingung und ein unterschiedliches Lied einfügen und die Wenn-Dann-Bedingung ist soweit erstmal fertig. Die Titelnummern will ich mit meinen Tasten A und B wählen können. Dafür ziehe ich in meinen Block, wenn Knopf A gedrückt, das Element ändere Platzhalter um. Hier ist ganz schlau, sich auch gleich noch die Titelnummer auf dem Calliope anzeigen zu lassen. Soweit so gut. Um die Lieder jetzt noch gescheit abspielen zu lassen, verschieben wir unsere Wenn-Dann-Bedingung noch unter dem Block, wenn Knopf A und B gedrückt. In der Dauerhaftschleife wird die Wenn-Dann-Bedingung so schnell durchlaufen, dass wir nur einmal kurz checken, ob die Bedingung erfüllt ist. Wenn ja, beginnt der Calliope die Melodie zu spielen. Aber geht die Schleife gleich wieder von vorne durch, fragt die Bedingung ab und beginnt wieder nur den ersten Ton abzuspielen. Anders ist das, wenn wir den kompletten Wenn-Dann-Block unter Wenn-Knopf A und B gedrückt schieben. Dann wird die Wenn-Dann-Bedingung nur einmal geprüft, nachdem die beiden Knöpfe A und B gedrückt wurden. Um unser Programm nochmal etwas schlauer zu machen, kann ich wieder mit der Wenn-Dann-Bedingung prüfen, wie hoch meine Titelnummer ist. Denn wenn ich nur 7 Titel habe, bringt es mir nichts, wenn ich meine Titelnummer bis 20 erhöhen könnte. Dazu baue ich hier in meinen Block Wenn-Knopf B gedrückt noch die Wenn-Dann-Ansonsten-Bedingung ein. Lege meine Bedingung fest, wenn kleiner 7 Titel, erhöhe die Titelnummer um 1. Ansonsten, also wenn die Titelnummer auf 8 gehen würde, soll sie wieder auf 0 zurückgesetzt werden. Dasselbe noch für den Knopf A und unser Programm ist schick und fertig. Weiter mit der Wenn-Dann-Bedingung könnt ihr üben, indem ihr zum Beispiel eine zufällig blinkende Discokugel oder einen Zufallsschere-Stein-Papier-Spiel programmiert. Damit hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim selber Programmieren.